Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis, der Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz der SG Dynamo Dresden vor dem Zweitliga-Heimspiel gegen den FC St. Pauli. Wir freuen uns, dass der PK-Raum wieder so gut besucht ist, wieder in Präsenz hier in der AOK Plus Walter Fritsch Akademie. Und ein lieber Gruß geht auch an alle Zuschauerinnen und Zuschauer bei Dynamo TV. Begrüßen möchte ich auch unseren Cheftrainer Guerino Capretti und unseren Offensivspieler Oliver Battista Meyer. Schön, dass ihr beiden dabei seid. Hallo. Wir haben zu Beginn eine sehr erfreuliche Nachricht, und zwar ist das Spiel am Samstag. Es sind alle Karten vergriffen, 16.000 Tickets sind verkauft. Es gilt die 3G-Regel. Wir freuen uns sehr über diese Unterstützung, und damit, Rino, würde ich gleich bei dir beginnen. Wie wichtig ist diese Unterstützung für euch als Mannschaft, als Team im Heimspiel gegen St. Pauli? Endlich mal wieder 50% 3G, 16.000 Fansehne kehrt zurück in den K-Block. Ja, erstmal hallo zusammen. Auch wieder schön, dass wir uns alle von Angesicht zu Angesicht sehen können. Ronny, ich freue mich riesig. Ich freue mich riesig auf diese Atmosphäre, die ich ja in Anführungsstrichen nur im Fernsehen erleben durfte. Ich freue mich auf mein erstes Heimspiel. Ich freue mich auf die tolle Unterstützung, ja, auf den sogenannten 12. Mann. Ja, den würde ich gerne einsetzen. Den brauchen wir in unserem Rücken. Und da freue ich mich einfach und bin auch natürlich auch etwas gespannt und neugierig, wie die Atmosphäre dann am Ende dann auch sein wird. Rino, wie sieht es hinsichtlich des Personals aus? Also klar, die beiden Langzeitverletzten noch, Panagiotis Flachodimos und Patrick Wiegers. Ist jetzt die Woche noch jemand dazugekommen, verletzungsbedingt? Ja, tatsächlich ist jemand dazugekommen. Sebastian May hat sich leider verletzt im Training. Ist total schade, weil da waren wir uns ja auch alle einig in der PK nach dem Spiel, dass Sebastian uns gut getan hat auf der Position mit seiner Wucht, mit seiner Spielweise hat er uns auch Halt gegeben. Wir ärgern uns alle, was heißt ärgern uns, wir sind alle schon etwas traurig, aber, und das finde ich auch so toll an dem Sebastian, er richtet sofort den Blick nach vorne. Man hat gesagt, Trainer, das wird nicht so lange dauern, wie die Ärzte sagen, ich bin eher da. Also das zeigt man einfach. Das zeigt, dass er will, dass er einfach in dieser entscheidenden Phase auch mitwirken will. Und wir werden ihn unterstützen. Er ist total positiv und ich hoffe, dass die Genesung schnell geht. Und gute Genesungswünsche gehen wahrscheinlich auch an Luca Herrmann und Chris Löwe. Selbstverständlich, auf jeden Fall. Da arbeiten wir auch weiter dran, dass wir dann auch schnell wieder ins Training zurückkommen. Ich habe mit meinem Trainerteam, mit dem Staff, bin ich ständig im Austausch, und da gibt es immer positive Signale, dass es alles in die richtige Richtung geht. Hoffentlich kommen auch die Spieler ganz schnell wieder ins Mannschaftstraining. Rino, dann vielen Dank für deinen Start in die Pressekonferenz. Olli, kommen wir zu dir. Du bist seit Januar bei uns in der Sportgemeinschaft, hast jetzt auch schon deine ersten Einsätze in der zweiten Liga gehabt, auch von Beginn an viele Standards getreten, viele Offensivszenen gehabt. Wie fühlst du dich hier angekommen? Wie zufrieden bist du auch mit deinen Leistungen in der zweiten Liga individuell? Ja, ich fühle mich hier auf jeden Fall sehr wohl in Dresden. Die Stadt ist super, die Mannschaft ist top. Ich habe mich hier sehr schnell eingelebt, muss ich sagen, mit meinen Leistungen. Ja, ich bin froh erstmal, dass ich so viele Einsätze hatte bis jetzt. Mit meinen Einsätzen natürlich meine Leistung kann immer besser sein. Wir haben bis jetzt noch kein Spiel gewonnen, seitdem ich hier bin. Das wäre mal halt ein Ziel jetzt mal. Ja, aber bis jetzt fühle ich mich wohl hier auf jeden Fall. Man sieht auch nach dem Training oft, dass du noch Zusatzschichten schiebst, den einen oder anderen Standard trittst. Was nehmt ihr euch jetzt als Mannschaft am Wochenende, am Samstag gegen St. Pauli vor als Team? Ja, auf jeden Fall von der ersten Minute da zu sein, auf jeden Fall alles zu geben, 100% konzentriert zu sein und mutig zu sein. Und einfach hoffen, dass wir dir dann die 3 Punkte mitnehmen, das ist unser Ziel. Ja. Mhm. Olli, auch dir vielen Dank für den Start. Dann öffnen wir jetzt die Runde. Sind auch ein paar Kollegen digital zugeschaltet. Falls ihr Fragen habt, schickt sie gerne in den WhatsApp-Chat. Ich schaue mir mal rein, und wenn da was kommt, lese ich es vor. Ansonsten beginnen wir hier im Raum sozusagen. Den Anfang macht Jens Maßlich, Dresdner Morgenpost, bitte. Hallo in die Runde, hallo Trainer. Eine Frage noch zum Personal.
Wie sieht es denn mit Kevin Poll aus und sollte er einsatzfähig sein, rückt er auch wieder ins Tor? Ja, hallo erstmal. Beim letzten Spiel wurde ich das auch gefragt und da ging es auch darum, dass ihm jede Trainingseinheit gut tut, dass er einfach auch zu alter Stärke findet, dass er die Abläufe dann einfach auch drin hat. Das haben wir auch getan. Er hat jede Trainingseinheit genutzt. Man hat auch gemerkt, dass ihm das auch gut getan hat. Und auch die Entscheidung, die wir in der letzten Woche getroffen haben, war auch genau die richtige. Und ich bin ständig auch mit ihm im Austausch und mit dem Dave, mit unserem Torwarttrainer. Und wir wollen weiter Infos sammeln. Ich möchte weiter Infos sammeln. Wir hatten heute eine gute Trainingseinheit dafür, morgen auch noch mal eine. Und dann werde ich alle Infos, die ich dann bekomme, auswerten und dann entscheiden, ob es Sinn macht, gegen St. Pauli da einen Wechsel vorzunehmen oder ob Anton weiter das Vertrauen bekommt. Das möchte ich an dieser Stelle jetzt im Hier und Jetzt gar nicht beantworten, weil mir einfach diese wichtige Einheit fehlt. Aber wie gesagt, es geht in die richtige Richtung. Jede Einheit, wie ich eben gesagt habe, tut ihn halt eben gut. Und ja, mal gucken. Lass dich überraschen. Wir gucken, wo es weitergeht. Ich sehe Tim Schlegel, Bild. Hab vorhin schon angekündigt, Olli, ein paar Fragen haben sich von unserer Seite aufgesammelt, weil wir dich ja noch nicht so oft vom Mikro hatten. Ich versuche mal, die ersten drei so ein bisschen zu bündeln. Was deine Herkunft betrifft, was hat es mit dem Doppelnamen auf sich? Was ist in dir brasilianisch? Eher Herz, eher Kopf, eher Füße? Und inwieweit hast du noch Bezug zu Brasilien? Inwieweit spielt das noch durch deine Mama eine Rolle? Bist du öfter da zu Besuch? Fühlst du dich eher brasilianisch? Wie ist da das Standing? War ein bisschen viel, aber kannst du ja zusammenfassen. Also Batista Meier, also von meiner Mutter kommt Batista und vom Vater Meier. Also ich war das letzte Mal vor Brasilien, glaube ich, vor 8 Jahren. Ich hatte es eigentlich vor, letztes Jahr nochmal nach Brasilien zu fliegen. Dann bin ich nicht geflogen, aber auch meine Mutter ein bisschen sauer auf mich, dass ich nicht dahin geflogen bin. Aber ich will auf jeden Fall dieses Jahr nochmal dahin fliegen. Also es war auch immer gefährlich wegen Corona, deswegen habe ich es auch nicht gemacht. Aber ja, mein Herz ist auf jeden Fall schon noch Brasilien dabei. Deutsch natürlich auch, also Hälfte, Hälfte würde ich sagen. Aber ja, also wenn Deutschland gegen Brasilien spielt, ist immer schwierig sowas. Wurdest du zweisprachig erzogen? Ich habe mal ganz früher, so mit 12 Jahren, habe ich Portugiesisch gelernt. Aber also ich hatte auch nie Lust, das zu lernen. Dann. Ich habe das ein halbes Jahr lang gemacht, aber jetzt bereue ich das ein bisschen. Aber wenn meine Mutter redet mit mir Portugiesisch, also ich verstehe das, aber antworten ist dann schwierig. Ein bisschen rede ich. Tim, du nickst, war alles drin, oder? Alle drei Fragen? Erstmal bin ich glücklich. Tipptopp, schön. Dann machen wir weiter bei Ronny Maywald, MDR. Wenn ich, hallo Olli, bei dir gleich nochmal anschließen dürfte. Die alte, glaube ich, in meiner Erinnerung damals der Ruf voraus. Ja, vom Talent her mindestens mal Musiala-Niveau oder so ähnlich. Also riesen Ausnahmetalent. Jetzt bist du hier bei Dynamo Dresden. Als was begreifst du Dynamo Dresden für dich? Also inwieweit diese Möglichkeit jetzt hier zu spielen, als was für eine Chance? Ja, auf jeden Fall, mich auch hier weiterzuentwickeln. Hier ist Herrenbereich, zweite Liga. Ich habe noch nie zweite Liga gespielt und das ist eine große Herausforderung für mich. Also bei Bayern habe ich jetzt meistens nur in der Regionalliga gespielt. Und hat halt nicht so viele Chancen in der ersten Mannschaft. Deswegen versuche ich jetzt einen neuen Schritt zu machen, einfach in der zweiten Liga zu spielen. Und das bekomme ich hier zum Glück. Und dafür bin ich dankbar. Und ja, jetzt versuche ich einfach alles zu geben in jedem Training. Und dann wird man schauen, wie es weitergeht. Wir rücken zu Timotheus Eimert, Sächsische Zeitung. Ich hatte gleich noch eine Nachfrage zum Namen. Wir haben uns gefragt, der FC Bayern schreibt deinen Namen mit einem Bindestrich, Dynamo schreibt es ohne Bindestrich. Wie wird es denn richtig geschrieben? Ohne Bindestrich. Hab mich bei dir am ersten Tag auch erkundigt, wie es richtig ist. Ja, und du hast gesagt ohne und dann... Ja. Okay, Ronny Maywald nochmal und danach Tim Schlegel wieder. Ja. Frage an den Trainer, hallo.
dass Basti Mai am Sonntag, denke ich, da gut gespielt hat. Ich glaube, da waren sich irgendwie gefühlt alle einig. Also ich habe ihn gut gesehen. Jetzt kam diese Verletzung. Nach so einem guten Auftritt von Basti Mai, inwieweit durchkreuzt das die vielleicht zwischenzeitlich schon gehackten Pläne des Trainers auf dieser Position mit Blick auf Sonnabend? Ja, ich habe eins gelernt als Trainer. Du darfst nicht eine ganze Woche im Voraus planen. Ja, das ist ganz wichtig, weil im Fußball passiert immer so viele, so schnell. Einige Dinge lohnt es eben sich nicht, sich so intensiv damit zu beschäftigen, weil am nächsten Tag musst du ganz neue Planungen anstellen. Natürlich hätte ich gerne diese Situation gehabt. Ja, Basti kann spielen. Und dann hätte ich sicherlich auch eine gute Lösung gefunden mit Basti eventuell, ohne da jetzt eine Garantie auszusprechen. Aber ist natürlich klar, wenn Sebastian Mai so eine Leistung da abliefert, uns gut tut in der Mannschaft auf der Position, da ist es schwer, an ihm vorbeizukommen, ohne Frage. Jetzt muss ich leider ohne Basti planen, kurzfristig. Und da werden wir auch wieder eine gute Lösung finden, da bin ich mir ganz sicher. Und wie gesagt, Basti macht den Eindruck, als ich gestern mit ihm telefoniert habe, heute mit ihm gesprochen habe, irgendwie habe ich das Gefühl, dass er schon beim nächsten Spiel wieder dabei sein will. Also so euphorisch ist er und so guter Dinge ist er. Er sagt mir, der hat gutes Heilfleisch. Also deswegen will ich da auch nicht planen und sagen, ey, die nächsten 3-4 Wochen ist er komplett raus. Ich lasse mich überraschen, ich lasse mich auch gerne positiv überraschen. Und dann bleiben wir erstmal im Hier und Jetzt und gucken, dass wir die Situation mit den Jungs, die wir haben, gemeistert bekommen. Tim, dann bist du der Nächste wieder. Das wäre eine Nachfrage gewesen an die Frage vom Kollegen an dich, Olli. In der Regionalliga, du hast es angesprochen, hast du nicht nur viel gespielt, sondern viele Torfbeteiligungen auch gehabt. Wo siehst du den größten Unterschied jetzt zur zweiten Liga inklusive des Abstiegskampfs? Was ist das besonders Schwierige, wo du sagst, da muss ich jetzt noch mich drauf einstellen, verbessern, hinarbeiten? Ja, auf jeden Fall sind die Spieler erstmal in der zweiten Liga natürlich viel besser und die Intensität in der zweiten Liga ist nochmal komplett anders. Da geht es viel mehr zur Sache, habe ich gemerkt, körperlich auch. Ja, auf jeden Fall. In der zweiten Liga gibt es auch richtig gute Vereine, die zocken können. Das ist auch sehr schwer da zu verteidigen. Da ist auf jeden Fall ein Unterschied da. Dann Jochen Leimert, Dresdner, neueste Nachrichten. Frage an den Trainer. Nun hat Dynamo schon zweimal in dieser Saison gegen den FC St. Pauli gespielt, zweimal verloren. Jetzt sind Sie hier neu in der Verantwortung. Inwieweit können Sie aus diesen Erfahrungen der Mannschaft in dieser Saison noch Nutzen ziehen? Oder hat sich die Situation völlig neu für Sie jetzt aufgestellt? Was muss man da noch beachten bei der Vorbereitung auf diesen, speziell diesen Gegner? Ja, wir haben, wie Sie schon sagen, wir haben zweimal gegen den Gegner gespielt. Natürlich haben wir da unsere Erfahrung gemacht. Natürlich spielt das auch irgendwo in der Gegnervorbereitung mit ein. Das ist ja klar. Je mehr Infos wir haben, desto besser. Wir kennen den Gegner. Wir wissen um deren Stärke. Es ist eine spielstarke Mannschaft, die da wirken Mechanismen, sowohl mit dem Ball, vor allem mit dem Ball, aber auch gegen den Ball. Das wird eine große Herausforderung, definitiv. Aber einen Experten, oder ich will nicht sagen einen Experten, aber der ein oder andere Experte im Trainerteam, weiß ganz genau, worauf es ankommt. Ich meine, wie gesagt, ich bin ja neu da und aus diesen Erfahrungen, da schöpfe ich natürlich auch, da nehme ich alle mit ins Boot. Und damit wir dann auch einen richtig guten Matchplan schmieden können, auch da ist es mir aber auch wichtig, dass wir auf jeden Fall im Blick auf uns haben. Das ist total wichtig, auch wenn wir gegen ein Top-Team der Liga spielen, auch wenn vermutlich auch wieder die Favoritenrolle klar ist. Aber trotzdem wollen wir ähnlich wie in Bremen auch unsere Stärke auf den Platz bringen. Also wenn Sie jetzt fragen wollen, welche unsere Stärken sein sollen, das Spiel auf jeden Fall in der gegnerischen Hälfte halten, dort Struktur reinbringen, dort Tormöglichkeiten kreieren, dass die Wahrscheinlichkeit
steigt, dass wir dort auch im Heimspiel Tore schießen. Plus die Emotionen, die die Zuschauer reinbringen, plus die Emotionen, die wir ohnehin auf dem Platz haben wollen, wollen wir auch eine gewisse Wucht entfachen, eine gewisse Präsenz haben, auch bei Standards wieder. Und so wollen wir grob, ganz grob in das Spiel reingehen. Sie haben es schon angesprochen, Wucht, die hat der Gegner gerade auch im Angriff, Burgstaller, dann auch der in Dresden gut bekannte Mackinock. Wie verteidigt man gerade zwei solche Stürmer, also auch speziell Mackinock, den man hier gut kennt, diese außerordentliche Statur. Wie kann man so einen Typen bei Standards wegdrücken? Ja, das sind genau diese Herausforderungen, diese Themen, die wir im Büro besprechen, das Vorbereiten und dann auch auf dem Platz üben. Das ist ja ganz klar, das sind diese Herausforderungen, das sind diese Dinge, die der Gegner eben gut macht, diese Vorteile, die vielleicht der Gegner auch hat. Und da brauchen wir gute Lösungen. Ohne, Sie werden es mir verzeihen, ohne meinen Matchplan jetzt hier offenlegen zu wollen, aber auf die Dinge, genau auf die Dinge werden wir achten, haben wir auch schon besprochen und werden wir auch da gute Lösungen gegen finden. Dann noch eine Anschlussfrage, Jochen. Ja, kleine Nachfrage. Sebastian May fällt als wuchtiger Typ aus, gerade für diese Aufgabe. Vielleicht eine kurze Nachfrage zu Tim Knipping. Alle haben gestaunt, dass er so schnell wieder fit wurde. Wie hat er dieses Spiel, diese 90 Minuten, nicht ganz 90, wie hat er die überstanden? Kann er auch im Training weiter Vollgas geben? Ja, wer den Tim kennt, weiß, du lachst, Ronny, der gibt immer Gas. Der gibt immer Gas. Und vor dem Spiel gegen Bremen, klar, war mir bewusst, dass ein Tim Knipping noch nicht bei 100% ist. Das ist ja logisch. Aber diese Präsenz, die er einfach auch hat, diese Wucht in den Zweikämpfen, die brauchten wir einfach in dem Spiel gegen Bremen. Und sicherlich, sind wir uns da auch einig, hat er ein gutes Spiel gemacht. Und genau diese Attribute brauchen wir auch gegen St. Pauli. Und aber die Frage ist total berechtigt. Gerade nach so einer Belastung, nach so einer hohen Belastung, ist es auch wichtig, dass Tim regeneriert, dass er trotzdem die Balance findet, in der Trainingswoche trotzdem auch sich belasten zu lassen, Vollgas gibt und da auch immer wieder diese Balance zwischen Erholung und Belastung findet. Und da arbeiten wir mit dem Trainerteam, mit dem Staff zusammen, dass die Werte da gut sind. Und wie gesagt, ich mache das immer ganz gerne, dass ich dann nach dem Abschlusstraining das ein oder andere Gespräch führe, weil ich einfach in den Augen der Jungs schauen will und gucken will, ob die bereit sind. Und manchmal ist das auch wichtiger als irgendeine Statistik, irgendeinen Wert, weil am Ende brauchen wir auch diese Emotion, diese Überzeugung, wenn die Jungs auf dem Platz stehen. Das ist manchmal, nicht immer, aber manchmal ist es sogar das Wichtigste. Wo geht's weiter bei Timotheus Eimert? Auch eine Frage an Herrn Capretti. Jetzt steht man erstmals in dieser Saison auf dem Relegationsplatz, so schlecht wie noch nie in dieser Saison. Inwiefern hat das jetzt die Situation geändert, weil man jetzt ja im Rückstand hinterherläuft? Also man muss punkten, um von diesem Platz zurückzukommen und hat keinen Vorsprung mehr. Ja, Sie können mir glauben, als wir Richtung Bremen gefahren sind, waren die Monitore natürlich alle an, haben wir uns die Partien angeguckt und bevor wir überhaupt eingreifen konnten, standen wir auf dem Relegationsplatz. Und das ist natürlich klar, wir gucken, man sagt zwar immer, ja, lasst euch davon nicht beirren, aber man guckt einfach drauf und irgendwelche negativen Emotionen werden dann irgendwie wach. Und das ist dann auch irgendwo meine Aufgabe, die Jungs so zu fokussieren, dass wir spielen am Samstag gegen Pauli zu Hause. Ja, und da ist jetzt erstmal auch egal, Pauli steht oben, wir stehen eher weiter unten. Diese Konstellation darf für das Spiel erstmal gar nicht wichtig sein, sondern worauf wir uns fokussieren müssen, ist einfach, dass wir unseren Matchplan umsetzen, sowohl mit Ball, gegen den Ball, dass wir in gewissen Phasen auch Ruhe haben wollen und Spielkontrolle. Das heißt, wir wollen auch den Ball haben, wir wollen auch den Gegner mal wehtun. Also mir geht es einfach um solche Dinge, die präsent zu machen,
und auch auf die Sachen aufzubauen, die wir schon gut gemacht haben, die wir gegen Bremen gut gemacht haben, die in der Trainingswoche gut gelaufen sind. Die Dinge werden vor Augen geführt und dann gerät ganz schnell so ein Tabellenplatz hoffentlich auch schnell in Vergessenheit. Und wir sind dann hier im Hier und Jetzt. Anschlussfrage? Ja, ich habe eine Nachfrage dann in Bezug auf Oliver Battistemeier. Du bist gekommen, als Dynamo 8 Punkte Vorsprung vor diesem Relegationsplatz hatte. Jetzt sind es Rückstände auf dem 15. Platz. Macht das was mit dir oder generell mit der Mannschaft? Oder nimmt das gar nicht wahr, wenn man jetzt schon 8 Punkte verspielt hat? Ja, natürlich schauen wir auf die Tabelle, aber ich glaube, dass wir uns einfach auf uns selbst konzentrieren. Das ist das Wichtigste und dass wir einfach jede Trainingseinheit 100% geben. Und was die anderen machen oder wo wir stehen, ist, ja, natürlich schaut man drauf, aber das erst Wichtigste sind wir. Nächste Frage kommt von Tim Schlegel. Zwei habe ich noch, Olli. Die erste, wer waren oder sind deine Vorbilder beim FC Bayern gewesen oder noch? Und gab es auch die Möglichkeit, dass dir mal der eine oder andere vielleicht Tipps gegeben hat, dass du also dich unterhalten konntest? Oder war das alles irgendwo dann doch zu weit weg und die Profis immer unter sich? Ja, also natürlich, jeder hat mir geholfen fast. Also Kimmich, Alaba hat mir sehr, sehr viel geholfen. Vorbilder, ja, ich glaube, da gibt es schon sehr, sehr viele. Aber also Alaba und Kimmich haben mir schon sehr, sehr viel geholfen, muss ich sagen. Wir wechseln als nächstes zu Ronny Maywald, MDR. Vielleicht an beide die Frage, weil wir vorhin bei Mechanismen waren, auch beim Gegner und die Dinge, die wir letzte Woche schon besprochen haben, die konkreter Trainer auch voranbringen will. Gibt es jetzt in dieser Trainingswoche Mechanismen, wo ihr vielleicht sagt, hey, ja, da haben wir das Gefühl, da sind wir schon wieder einen Schritt vorangekommen, die eben angesteuert werden sollen ganz gezielt? Und wenn ja, welche sind das? Ja, ich habe ja gesagt, das ist ja immer eine Frage von Ressourcen, von Zeit. Wir haben nicht unendlich Zeit. Eine Trainingseinheit dauert im Schnitt zwischen 1:15, 1:45. Länger mache ich es ungern. Und in dieser Zeit musst du einfach Dinge reinpacken, Inhalte reinpacken, wo ich sage, die brauchen wir, die braucht die Mannschaft jetzt sofort, damit wir im nächsten Spiel einen gewissen Vorteil haben, damit wir eine Antwort haben, damit wir vielleicht in gewissen Situationen der Mannschaft auch mal der gegnerischen Mannschaft einen Stempel aufdrücken können. Und ich finde, dass wir haben Wert darauf gelegt, dass wir in der gegnerischen Hälfte Struktur reinkriegen. Und wenn ich mir diese Woche angucke und im Training, in den Übungen, die diese Inhalte dann auch widerspiegeln, dann finde ich schon, dass wir so eine Sicherheit reingekommen haben, dass wir wesentlich, ich sag's mal vorsichtig, souveräner mit Dingen umgehen, weil sie einfach dann bekannt sind. Letzten Endes kommt es auf Wiederholungen an, damit du im Spiel, wenn es dann Druck von allen Seiten gibt, dass du dann einfach auch ruhig bleibst und weißt, was du tust. Und das Gefühl habe ich auf jeden Fall. Mir war einfach auch wichtig, dass wir in dieser Trainingswoche den Matchplan gegen den Ball thematisieren. Das haben wir heute gemacht, weil ich das Gefühl hatte in Bremen, dass wir in gewissen Phasen doch etwas an Kompaktheit verloren haben. Der Gegner konnte zwischen den Reihen spielen. Das war mir wichtig, dass wir das auch nochmal thematisieren. Und sie merken einfach, wir können nicht in einer Trainingsübung, in einer Trainingseinheit alle Themen reinpacken. Das funktioniert nicht. Da muss man wirklich von Trainingseinheit zu Trainingseinheit immer schauen. Ich setze mir auch Ziele, die ich erfüllen will, die ich den Jungs mitgeben will. Und ich glaube schon, dass wir das gut aufgebaut haben, dass die Jungs das gut aufgenommen haben. Und wenn sie mich fragen, ob wirklich was dazugekommen ist, dann sage ich ja, auf jeden Fall. Aber natürlich ist es auch klar, dass die Jungs auch etwas Zeit brauchen, um erstmal die Inhalte mitzukriegen und um sie umzusetzen, damit irgendwann mal wirklich richtig Automatismen dann auf dem Platz zu sehen sind. Also um die Frage zu beantworten, ja, ich habe den kleinen Schritt nach vorne habe ich wahrgenommen. Olli, von dir? Ich hoffe, du sagst es alles andere. Genau. Ist was. Keine Ergänzungen, das passt. Also gut.
hat der Cheftrainer alles zur Zufriedenheit beantwortet. Dann gehen wir weiter, Timotheus Eimert. Oliver, du hast gesagt, dein Vorbild Kimmich und David Alaba. Jetzt schlägst du ja auch die Standardsituation. Konnte man sich da von diesen beiden Spielern auch etwas abgucken? Ja, auf jeden Fall. Also Freistöße von Alaba sind ja auch sehr, sehr gut und die Standards von Kimmich sowieso. Ja, da schaut man sich das auf jeden Fall gerne an bei denen. Noch eine zweite Frage. Ja, an Herrn Capretti. War das denn immer klar, dass Oliver auch die Standardsituationen schießt? Also das muss man ja vorher besprochen haben. Er hat jetzt gegen Bremen alle geschossen und wird auch gegen St. Pauli die Standards treten. Ja, ich sag's mal so. Wenn Olli von Alaba und Kimmich gelernt hat, dann muss er die ja schießen. Nein, ja, Olli hat eine gute Schusstechnik, gute Flankentechnik. Und er konzentriert sich bei den Dingen. Das ist mir auch wichtig. Ich meine, ich kenne viele Spieler, die eine ordentliche Flankentechnik haben, aber wenn es dann drauf ankommt, dann kommt der Ball nicht. Oder von 10 kommen nur 4, dann stimmt die Quote nicht. Also ich habe schon das Gefühl, dass Olli das gerne macht, dass er es gut kann, dass er, wie er eben auch schon gesagt hat, immer Luft nach oben ist. Es ist klar, also er ist noch ein junger Spieler, der sich verbessern will, der sich verbessern wird. Und je öfter er diese Dinge macht, desto besser wird er. Das ist doch klar. Aber Olli will, wie er schon gesagt hat. Und dann, ja, warum soll ich ihn dran hindern, wenn er das will und auch gut kann? Ich glaube, wir biegen so langsam auf die Zielgerade ein. Deswegen der Hinweis an alle Kolleginnen und Kollegen im Chat, die digital zugeschaltet sind. Wenn jetzt noch etwas offen sein sollte, dann schreibt es gerne in unsere WhatsApp-Gruppe rein. Ansonsten schaue ich nochmal in den Raum. Und der nächste ist Jens Maßlich. Trainer, ich muss leider noch mal ein Stück zurückspulen zu den Lernen aus den ersten beiden St. Pauli-Spielen. Im zweiten wurde Kieré, der wahrscheinlich der beste Zweitliga-Kicker diese Saison ist, in enge Manndeckung genommen. Ich glaube, Robin Becker wäre ihm sogar noch im Bus gefolgt, wenn er es hätte machen müssen. Ist das eine taktische Variante, die Sie auch in Betracht ziehen? Rein theoretisch, Sie werden mir jetzt nicht sagen, ob Sie es machen oder nicht. Oder sagen Sie, eigentlich passt das überhaupt nicht zu Ihrem Stil? Ja, ich merke schon, die Fragen gehen wieder in den Matchplan rein. Natürlich muss man sich immer Dinge einfallen lassen, wenn der Gegner eben gut besetzt ist, wenn der Gegner Muster zeigt, die immer wiederkehren und auch gut funktionieren, da muss man sich irgendwo was einfallen lassen, das ist doch klar. Und das hat man hier in der Vergangenheit gemacht. Da hat man die Manndeckung gewählt. Verzeihen Sie mir, ich werde nicht sagen, wie wir jetzt gegen ihn spielen, aber ich glaube schon, dass die Offensive von St. Pauli mehr als ein Spieler hat. Wir haben viele gute Spieler, nicht nur in der Offensive, sondern auch gerade im Zentrum. Die Jungs wollen durchs Zentrum spielen, da fühlen sie sich wohl. Ich glaube schon, dass wir da einen ziemlich guten Matchplan haben. Ob das jetzt heißt, dass der Kier total im Manndeckung genommen wird oder ob es heißt, dass wir uns ein bisschen anders positionieren, das lasse ich an dieser Stelle gerne offen. Da dürfen Sie sich erneut überraschen lassen. Oder wir machen das so nach der PK. Kommen Sie mal zu mir und dann erzähle ich Ihnen mal unter vier Augen, was ich vorhabe, wenn es unter uns bleibt. Das Angebot nimmst du wahrscheinlich gerne an, oder? Oh, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Jetzt sind wir plötzlich 12 Augen. Aber können wir ja mal überlegen, ob wir da mal eine kleine Runde nach einer Spieltags-PK oder so machen, ne? Gut, der nächste, Tim Schlegel nochmal. Trainer, ich habe trotzdem noch eine andere Frage an Sie, jetzt ein bisschen weggelöst von dem St. Pauli-Spiel. Es gibt jetzt kurzfristig durch den traurigen Ukraine-Krieg die Möglichkeit, Spieler aus Russland und aus der Ukraine bis zum 7. April zu verpflichten. Beschäftigt man sich als Verein mit sowas? Würden Sie sich vielleicht sogar wünschen zu sagen, Mensch, wenn hier eine Möglichkeit besteht, auf welcher Position auch immer, wo es am meisten drückt, wissen wir ja, sollten wir zuschlagen oder ist das für Sie kein Thema, zu weit weg oder vielleicht tatsächlich schon mal zur Sprache gekommen? Ja, das ist ja eine neue Meldung und die haben wir alle mitgekriegt,
da beschäftigt sich natürlich jeder mit. Das wäre ja fahrlässig, wenn wir uns mit so einer Info überhaupt nicht beschäftigen würden, ist ja klar. Nur bei allem, was wir machen, muss immer alles Sinn machen. Das muss immer sinnig sein. Ich mag es nicht, nur in Aktionismus irgendwie zu geraten, nur weil irgendwie was Neues kommt. Da muss man sich zumindest mit beschäftigen. Das machen wir. Wir tauschen uns aus, aber wie gesagt, das ist etwas, was so im Hintergrund passiert. Ich will nicht sagen weit weg, aber damit beschäftige ich mich jetzt im Spiel, vorm Spiel gegen St. Pauli, erstmal weniger. Da geht es mir wirklich darum, den Fokus aufs Spiel zu legen, auf den Matchplan oder auf die Matchpläne, die Mannschaft gut einzustellen. Und sollte in der Hinsicht irgendwie was passieren oder Überlegungen dann dabei sein, dann werdet ihr es vermutlich als erstes erfahren. Timotheus Eimert. Ich habe noch eine Frage an Oliver. Jetzt hat der Trainer dich so ausführlich gelobt. Jetzt würde ich dir die Chance geben, mal den Trainer ausführlich zu loben. Was macht denn anders als der Vorgänger Schmidt? Und jetzt hast du ihn eine Woche erlebt. Was macht ihn aus? Was zeichnet ihn aus? Okay, den anderen Trainer habe ich jetzt auch nicht so lange kennengelernt. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr nett erstmal. Das ist das Wichtigste. Nee, Trainer redet sehr viel mit uns und was ich halt sehr gerne an dem Trainer mag, dass er sich gerne mit dem Ball beschäftigt. Das mag ich und ja, so lange ist er jetzt auch nicht hier. Aber bis jetzt top Eindruck, also ich bin froh, dass er hier ist. Alles klar, du spielst, Olli. So, wir schauen weiter, sind noch Fragen offen. Tim nochmal, na klar. Olli, die letzte, Karl-Heinz Rummenigge hatte ich sogar öffentlich gelobt. Das wird bei dir sicherlich angekommen sein, als du damals noch da gespielt hast. Macht das was mit einem? Erfüllt einen das mit Stolz? Oder ist es eher das Gegenteil, dass man sagt, eigentlich Mist, dass es dann für mich dort nicht weitergegangen ist und ich da irgendwo nicht den Schritt machen konnte, den ich hätte gehen wollen? Ja, schon beides. Aber also erstmal ist man stolz, natürlich. Aber jetzt am Ende ist es halt so, wie es passiert ist. Ich habe viel gelernt. Ich hatte viele Tiefen und viele Höhen bei Bayern, aber manchmal ist es halt so, wie es jetzt ist. Aber traurig bin ich jetzt nicht mehr einfach. Es ist einfach eine Motivation eher, extra mehr zu machen und einfach daran zu arbeiten. So, im Chat kam keine Frage mehr. Ich gucke nochmal in den Raum, ob wir noch eine allerletzte Frage haben. Aber das scheint nicht der Fall zu sein. Dann gibt es wie gewohnt zum Abschluss noch ein paar Informationen zum Spiel an sich. Anstoß ist am Samstag, 13.30 Uhr im Rudolf-Habich-Stadion. Wir haben es schon angesprochen, die Zuschauerzahl, sie freut uns sehr. Es geht in die richtige Richtung. Die sächsische Staatsregierung hat ihre Corona-Notfallverordnung angepasst. Das heißt für Dynamo 50%, 3G und alle 16.000 Tickets sind bereits vergriffen. Karten gibt es dagegen noch für das nächste Auswärtsspiel am Sonntag, den 20. März, 13.30 Uhr beim 1. FC Nürnberg. Dazu findet ihr alle Informationen auf unserer Internetseite und im Social-Media-Bereich. Wer am Wochenende nicht im Stadion dabei sein kann, der kann das Spiel auf Sky verfolgen. Und zum Abschluss schauen wir noch auf den Nachwuchs. Da gibt es 3 Spiele, davon 2 Heimspiele. Zum einen die U15 am 12. März, 12 Uhr in der Regionalliga gegen den RSV Eintracht 1949 Potsdam. Und die U16 hat ebenfalls ein Heimspiel, allerdings am 13. März, 12 Uhr gegen Hertha BSC 2. Beide Partien werden im Ostra-Gehege gespielt. Und die U17 ist auswärts am Ball, am 12.3. 13 Uhr bei Hertha 03 Zehlendorf. Das war's von unserer Seite. Vielen Dank euch beiden. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Kommen. Und dann sehen wir uns am Samstag. Ciao, bis dann. Danke dir, Ronny. Gerne. Danke. Ciao, ciao. Ciao.